Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Laptops zum Programmieren vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir, wie gewohnt, die Vor- und Nachteile der Geräte erläutern und diese kurz vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abonnement da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! Das MacBook Pro 2021 16 Zoll ist eine stark verbesserte Version seines Vorgängers, die mit den neuesten Apple-Komponenten ausgestattet ist und einen neuen Leistungsrekord für MacBooks aufstellt. Sein wunderschönes neues Liquid Retina XDR Display lässt so gut wie alles, was du darauf tust, gut aussehen und die 1080p Webcam an der Oberseite lässt dich bei Videogesprächen mit Freunden und Kollegen gut aussehen. Mach dir keine Sorgen wegen der Aussparung, diese wirst du nach ein paar Minuten gar nicht mehr bemerken. Mit seiner komfortablen Tastatur, den großartigen Lautsprechern und einer Batterielaufzeit von mehr als 15 Stunden mit einer einzigen Ladung ist das MacBook Pro 2021 16 Zoll bereits ein starker Anwärter auf eines der besten MacBooks auf dem Markt und eines der besten Laptops überhaupt. Aber jetzt, wo die Touchbar verschwunden ist, MagSafe Laden wieder möglich ist und die Anschlusspalette um einige Anschlüsse erweitert wurde, die Content Creator und Programmierer wirklich gebrauchen können, hat man das Gefühl, dass dies einfach der beste Laptop für die Videobearbeitung, 3D-Rendern oder Programmieren sein könnte, den man derzeit kaufen kann. Natürlich müssen Sie für dieses Privileg bezahlen, denn die Konfiguration des 16 Zoll Pro 2021 für maximale Leistung hat einen ziemlich hohen Preis. Das Microsoft Surface Laptop 4 kommt zu einer merkwürdigen Zeit, in der viele Menschen aufgrund einer weltweiten Pandemie von zu Hause aus arbeiten müssen. Ultrabooks wie dieses haben traditionell in der Welt der Pendler geglänzt, was bedeutet, dass sie ein wenig von ihrem Glanz verloren haben. Viele werden sicherlich ein hybrides Arbeitsmodell annehmen und die Arbeitswoche zwischen ihrem Zuhause und dem Büro aufteilen. Ein leichtes und tragbares Gerät, das gleichzeitig leistungsstark und langlebig ist, wird daher von entscheidender Bedeutung sein. Und genau dann wird das dünne und leistungsstarke Surface Laptop 4 wirklich glänzen. Dieses Surface Laptop ist dünn und tragbar und dennoch leistungsstark genug, um die meisten alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Dank des wunderschönen Pixel Sense Displays und einer der komfortabelsten Tastaturen ist es ein Vergnügen, das Notebook zu benutzen. Das ist genau der Laptop, den ich mit ins Büro nehmen würde, sobald das wieder möglich ist. Das Asus ZenBook Pro Duo 15 ist ein einzigartiges Dual-Screen Notebook mit einem 15 Zoll 4K OLED-Panel im oberen Bereich und einem kleineren OLED-Bildschirm über der Tastatur. Asus hat sich seit der ersten Iteration des Asus ZenBook Duo weiterentwickelt und durch Verbesserungen bei der Verarbeitungsqualität und Ergonomie einige der ursprünglichen Probleme behoben. Ist es genug gewachsen, um Asus Vision eines Laptops mit zwei Bildschirmen zu etwas zu machen, wonach die Verbraucher schreien? In mancher Hinsicht ja, aber es fühlt sich immer noch wie ein Nischengerät für eine Untergruppe von Content-Creatern, Programmierern und Gamern an. Das ZenBook Duo Pro bietet leistungsstarke Spezifikationen für Aufgaben wie Programmieren, 3D-Rendering und Co. Und ein zweiter Bildschirm sorgt nicht nur für einen Wow-Faktor, sondern auch für Funktionalität. Einige werden die Position der Tastatur und des Touchpads nicht mögen und der Preis ist eine ernsthafte Abschreckung, aber das ZenBook Duo Pro sollte von Content-Creatern und Programmierern definitiv in Betracht gezogen werden, die unterwegs mehr Bildschirmfläche benötigen. Ein wunderschönes 2-in-1 Notebook wie das Galaxy Book Flex kann man von einem Unternehmen wie Samsung nur erwarten. Die Telefone des Unternehmens sind weltweit für ihre großen, schönen Bildschirme bekannt, auf denen es eine Freude ist, Inhalte zu konsumieren, ganz zu schweigen von ihren fantastischen 4K-Fernsehern. Das Samsung Galaxy Book Flex bewahrt etwas von diesem Erbe in seinem wunderschönen 15,6 Zoll 1080p QLED-Display mit einigen der kleinsten Rändern, die wir bei dieser Art von Geräten gesehen haben.
abgesehen von etwas wie dem Dell XPS 1321. Allerdings gibt es einige seltsame Designentscheidungen, die dieses Notebook davon abhalten, das Potenzial von Samsung vollständig auszuschöpfen. Eines der größten Probleme ist, dass die Umschalttaste halbiert wird, um Platz für den Fingerabdrucksensor zu schaffen. Es ist zwar toll, dass dieses Notebook einen Fingerabdrucksensor hat, trotzdem ist dies eine doch recht massive Einschränkung. Im Gegensatz zur preisgünstigen MateBook D-Serie ist die höherwertige 3:2 MateBook X-Serie das Flaggschiff der ultradünnen Prosumer Notebooks von Huawei. Vergleichbar mit der Dell XPS, HP Spectre, Asus ZenBook oder Lenovo Yoga Serie. Das neueste Modell 2021 ist eine interne Überarbeitung des Modells 2020 mit einer neuen Kühllösung und einem neuen Intel-Prozessor der 11. Generation, der die älteren Optionen Kumi Lake U und GeForce MX ersetzt. Wenn Sie ein neues Notebook zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, nachdem Sie aus dem Styropor herausgenommen und die schützende Plastikhülle entfernt haben, berühren Sie das Gehäuse. Bei den meisten Geräten ist dies eine banale Angelegenheit, denn sie berühren Kunststoff oder etwas ähnlich Nützliches. Bei teureren Geräten wird ein Aluminium-Unibody verwendet, um Gewicht zu sparen, oder wenn Sie etwas noch Leichteres wollen, kann eine teure Lithium-Magnesium-Legierung eine Option sein. Aber auch bei einem Metall-Unibody-Design sind nicht alle gleich. Und es kommt darauf an, wie das Gehäuse behandelt, geätzt oder veredelt und als Teil des Designs behandelt wird. Das MateBook fühlt sich sehr glatt an, aber wenn man mit der Hand sanft drüber streicht, spürt man ein leichtes Vibrieren. Das Notebook bietet mit seinem Intel Core i7 der 11. Generation eine ausbalancierte Lösung für Programmierer oder Gelegenheitsgamer. Das Huawei MateBook 14S ist das neue High-End-Modell in Huaweis Reihe kompakter Laptops. Das MateBook 14S bietet einen leistungsstarken Intel Core i7 und ein Touchscreen mit einer Auflösung von 2,5K, der eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bietet. Das Huawei MateBook 14S nutzt das 3:2 Format, genau wie sein großer Bruder das Huawei MateBook 16 oder das Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Daher hat es ein recht längliches Format. Es ist 1,5 cm höher als 16:9 Laptops mit 14 Zoll Bildschirm, wie das Honor MagicBook 14 und das Acer Swift 5. Huawei setzt beim MateBook 14S den Intel Core i7 11370H ein, der erst vor kurzem vorgestellt wurde. Der Quad-Core-Prozessor basiert auf der aktuellen Tiger Lake-Architektur und kann 8 Threads gleichzeitig nutzen. Die 4 Kerne erreichen eine maximale Taktrate von 4,3 GHz. Ein einzelner Kern kann sogar kurzfristig mit bis zu 4,8 GHz laufen. Verglichen mit dem Core i7-1185G7 verfügt der Core i7-11370H über eine effektivere Thermal Design Power, TDP, was Vorteile bei längeren Leistungsphasen bietet. Das M2 MacBook Air ist mehr als nur ein weiteres MacBook. Es ist der Laptop, den Apple schon seit vielen, vielen Jahren bauen wollte, aber aufgrund der Einschränkungen der Hardware nicht konnte. Aber mit dem M2 hat Apple den dünnsten Laptop geschaffen, der jemals hergestellt wurde. Es ist komplett lüfterlos und ohne erkennbare Kompromisse. Was könnten sich Mac-Fans mehr vom neuesten MacBook Air wünschen? Das M2 MacBook Air ist kein Laptop ohne einige selbstgeschaffene Kontroversen, aber es entspricht genau dem, was Apple mit seinen kleineren Laptops schon immer erreichen wollte. Und für die richtige Person ist es schlichtweg großartig. Das M2 MacBook Air ist keine so große Abweichung von der Formel, wie ursprünglich gemunkelt wurde. Keine weißen Einfassungen oder ausgefallene Farboptionen. Wie alle MacBooks ist das MacBook Air extrem leistungsstark und bietet die perfekten Specs zum Programmieren, 3D-Rendern und Arbeiten. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Notebook war euer Favorit? Schreibt es in die Kommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.